In Wolkersdorf wurde im Rahmen einer Pressekonferenz die neu geschaffene Weinviertler Bonuscard präsentiert, die im Hinblick auf die Landesausstellung im nächsten Jahr etabliert wird. Eines ist unbestritten, dass eine Landesausstellung etliches an Effekten für die Region auslöst. Die Landesausstellung habe ich als Chance gesehen, auf der einen Seite das touristische Angebot zu optimieren und auf der anderen Seite auch ein wirkliches Asset für die Kaufkraftbindung zu bekommen. Und da setzt die Weinviertel-Bonuscard an, einerseits bei den Einheimischen, bei den Weinviertlerinnen und Weinviertlern, auf der anderen Seite bei unseren Gästen eine Gratiskarte, die Möglichkeiten eröffnet, um in Weinviertel günstiger einkaufen zu können und auf der anderen Seite auch touristische Einrichtungen mit einem Bonus zu besuchen. Uns ist die Weiterentwicklung der Regionen, die Unterstützung der regionalen Betriebe zählt für uns zu den wichtigsten und zugleich herausforderndsten wirtschaftspolitischen Aufgaben, die wir als Wirtschaftskammer Niederösterreich haben. Ich freue mich immer, wenn wir eine Möglichkeit haben, unsere Betriebe in den Regionen zu stärken. Einer unserer Schwerpunkte ist ja vitale Betriebe in den Regionen und hier diese Bonuscard ist wieder eine Möglichkeit, um hier auf die Leistungskraft unserer Betriebe aufmerksam zu machen, die Betriebe gemeinsam mit der Landesausstellung in den Scheinwerfer zu rücken, damit sie sich präsentieren können. Und auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn wir dann einmal die Möglichkeit haben und überhaupt zu sagen, was für eine Auswirkung hat eine Landesausstellung auf unsere Betriebe, profitieren unsere Betriebe und in welchem Ausmaß. Einführung der Karte ist mit 1. Februar. Hier wird ein Probebetrieb sein, wo die Unternehmen, die Partnerbetriebe, die bei der Karte mitmachen, diese Karte ausgeben, um hier sämtliche, sag einmal, Geburtswehen, die es geben kann, auszutarieren. Und mit Start der Landesausstellung, das heißt mit 26. April, gehen wir noch in Regelbetrieb über. Es ist aber keine Konkurrenz zur Niederösterreich-Karte. Ganz im Gegenteil, es ist die Ergänzung für die Niederösterreich-Karte. Als Beispiel bei der Landesausstellung kann ich die Landesausstellung mit der Niederösterreich-Karte gratis besuchen und wenn ich aus der Landesausstellung hinausgehe, bekomme ich mit der Weinviertel-Bonuscard eine Ermäßigung für meinen Einkauf im Shop vor der Landesausstellung. Wir werden immer wieder bei der Landesausstellung und die nächste ist ja auch schon am sichtbar werden, immer mit der Frage konfrontiert. Alle ziehen in die Stadt, die ganze Kaufkraft verlieren wir in die Stadt, die Jugend zieht in die Stadt, studieren, kommt keiner mehr zurück. Und da denke ich, ist die Bonuscard eine große Chance und eine Einladung an alle, nämlich einen Teil dazu beizutragen, um das Bewusstsein im eigenen Land, im eigenen Dorf, in den eigenen vier Wänden nicht nur zu predigen, sondern auch zu leben.